Hi, ich bin das Nachteulchen und heute zeige ich dir, wie man so eine schöne Geschenktasche macht. Du brauchst Tonkarton, Tonpapier, Designpapier, Kleberoller oder Bastelkleber und doppelseitiges Klebeband. Als Hilfsmittel benutze ich eine Papierschneidemaschine. Du kannst aber genauso gut eine Schere nehmen. Und ein Falzbein kann auch ganz hilfreich sein. Zuerst schneide ich den Karton zurecht. Und zwar soll der 11 x 28,5 cm groß werden. Als nächstes wird der Karton gefalzt, und zwar bei 11, 11,5, 23 und 23,5 cm. Jetzt ist das Tonpapier dran. Das wird zugeschnitten auf 21 x 21 cm. Und das brauche ich zweimal, also zwei Bögen. Gefalzt wird das Tonpapier bei 1 cm, und zwar bei beiden Bögen 1 cm. Aus dem Tonpapier machen wir die Taschen, die innen reinkommen. Und auf dem 1 cm breiten Streifen, den wir gerade umgefaltet haben, kommt nachher ein Streifen doppelseitiges Klebeband und die gegenüberliegende Seite wird umgefaltet, mittig umgefaltet und da festgeklebt. Das Ganze dann nochmal mittig falten und dann haben wir schon zwei Taschen. Also dann sind oben zwei Öffnungen, die Taschen bilden.
das Ganze mit dem zweiten Bogen dann nochmal machen. Jetzt falte ich die vorgefalzten Linien von unserem vorgeschnittenen Tonkarton nach. Das gibt sozusagen der Umschlag der Geschenktasche. Jetzt bin ich wieder bei dem Tonpapier, bei unseren Taschen. Die werden jetzt einfach zusammengeklebt, damit sie besser halten. Im Anschluss klebe ich dann die fertigen Taschen in den Kartonumschlag. Danach schneide ich das Designpapier zurecht. Und zwar einmal 10x10 für die vordere untere Klappe. Einmal 10x4 cm für die vordere obere Klappe
und für die Rückseite einmal 10 mal 10,5 cm. Zum Schluss suche ich mir noch ein passendes 3D-Motiv aus, was ich vorne draufkleben kann. Die Geschenktasche eignet sich optimal für kleinere Geschenke, Geldgeschenke oder auch Kleinigkeiten für die Bastelfreundin zum Beispiel. Damit das Täschchen auch zubleibt, mache ich jetzt Klebestreifen drauf. Das ist jetzt ein Non-Permanent-Kleberoller, sodass ich die Tasche immer wieder auf und zu machen kann. So, wie immer hoffe ich, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Würde mich auch freuen, wenn du auf meinem Blog oder auf meiner Facebook-Seite vorbeischaust. Die Links sind in der Infobox, sowie auch die Materialliste nochmal. Und jetzt noch viel Spaß bei den Outtakes und bis bald. Liebe Grüße vom Nachteulchen.